So, damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar machen wir so ein Entweder-Oder, beziehungsweise lieber oder lieber, lieber das oder lieber das. Und der liebe Marcel bekommt jetzt von mir so ein paar Fragen gestellt und wir schauen mal, wie er darauf antwortet. Bevor wir das Ganze loslegen, starten, wie auch immer, denkt dran, lasst einen Kommentar da. Vielleicht mit einer Entweder-Oder-Frage, die euch gefällt. Oder einfach, was euch sonst so an dem Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns gleich wieder. Könnt ihr auch mal überlegen, was ihr nehmen würdet. Das würde mich interessieren. Mal gucken, was ich jetzt antworte. Ich kenne die Fragen nicht. Wir dachten, wir probieren das jetzt mal aus und Tim hat sich was ausgedacht. Von daher kann ja nur Grütze rauskommen. Aber so, Marcel, ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Entweder-Oder-Frage. Und zwar entweder blind fahren oder auf einer völlig überfüllten Strecke. Boah. Ja gut, blind. Ich meine, wir haben es ja mal gemacht für mich. Von daher, da küsst du halt oft die Bande. Ich würde sagen, ja, trotzdem, wenn viel los ist, war es ja cool. Dann kannst du an deinen Fertigkeiten vom Überholen arbeiten. Von daher, lieber auf voller Strecke, weil blind. Ja, komme ich mit einem Genickbruch raus. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Also lieber B. Also lieber blind fahren. Hä? Nee. Genau das. Nein, Quatsch. Lieber auf einer überfüllten Strecke fahren, ja. Habe ich verstanden. Okay. Dann die nächste Frage. Lieber frontal in die Bande krachen oder einen Auffallunfall haben? Hä? Wo ist jetzt dein Unterschied? Naja, entweder du fährst. Das rollt automatisch. Voll geil. Stark. Also entweder, wir haben Zuschauer. Ja, egal. Er hat genickt. Er hat genickt. Er hat die Kamera gesehen. Ja? Ja. So. Wo waren wir jetzt? Ach so, genau. Lieber frontal, also selber frontal in die Bande knallen. Ja. Oder dass sie hinten einer in die Box, aber volle Banane in die Rücke. Also Sprachen lernen, Bubble. Hinten einer reinfährt. Fahre ich lieber frontal in die Box, weil ich mir da irgendwie verspreche, dass es durch die Reifen ein bisschen leichter federt. Weil ja, so ein Frontalcrash von hinten drauf ist schon abartig unangenehm. Ist das von hinten dann überhaupt noch ein Frontalcrash oder ist es dann... Ja, für ihn halt der Frontal, also frontal in mich rein praktisch. Ja, also es tut weh, glaube ich. Dann lieber sehe ich, was kommt und fahre selber in eine Wand rein. Also in Reifenstapel würde ich eher das nehmen. Okay. Dann haben wir die nächste und zwar lieber mit Kids zusammenfahren oder mit Besoffenen. Boah, da, ja, fahren würde ich auf jeden Fall lieber mit den Kindern. Als mit aber den die Kinder fahren auch dann in Kids-Karts, also nicht in den normalen. Ja, solange ich in einem großen sitze, ist mir das eigentlich egal. Wenn ich ins Kinderkart müsste, dann würde ich lieber mit den Besoffenen fahren. Weil nur Alkohol. Sobald du drin sitzt, tut es halt schon weh, weil es halt einfach gefühlt voll die Lilliputaner für Erwachsene sind. Von daher würde ich es eher nicht machen. Also was jetzt? Ja, dann würde ich lieber mit dem Besoffenen fahren, wenn ich in einem Kinderkart sitzen müsste. Nur Alkohol. Okay. Lieber im Sommer oder im Winterkart fahren? Im Sommer, ganz klar. Ey, wenn du jetzt fährst, bei 0 Grad da draußen, Außentemperatur hat es in der Halle gefühlt minus 3, fährst du 3 Runden und dann hast du schwarze Finger. Also, nee, im Winter ist es deutlich kälter und unangenehmer wie im Sommer. Lieber im Sommer. Okay, aber wenn dann so richtig alles klebt am Rücken und so, ist auch nicht so geil. Hast du recht, ja, aber... Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Ja. Lieber die Einweisung und die Siegerehrung machen oder Streckenposten? Mal so, mal so. Also kann ich so echt nicht sagen. Ich habe Tage, da mache ich lieber Einweisungen und Siegerehrungen, weil es weniger körperliche Arbeit ist. Und teilweise habe ich keinen Bock auf Menschen und mache lieber draußen die Strecke und habe Aufsicht. Da muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Stimmt, auf der Strecke hat man keine Menschen, das ist richtig. Ja, hat man schon Menschen, aber du hast halt nicht so den Kontakt. Du machst halt mehr Aufsicht und hast mehr die körperliche Arbeit. Das kennt jeder von uns. Ja. Hast quasi eher den körperlichen Kontakt, ja, zu, genau, den Menschen als den. Ja, als das viele erklären und so, weil man wiederholt sich ja den ganzen Tag immer. Mhm. Und irgendwann reicht es dann auch. Ja. Okay, nee, ist in Ordnung. Lieber mit einem geschwollenen Bein oder mit Blasen an den Händen fahren? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder?
Lieber das geschwollene Bein, weil mit Blasen an den Händen, Lenkrad greifen, ist sehr unangenehm. Und das ist ja essentiell wichtig, ob mein Bein geschwollen ist oder nicht. Also es ist schon sehr, sehr dick geschwollen. Sehr geschwollen. Also so extrem geschwollen. So Elefantenbein geschwollen. Ja. Dann würde ich trotzdem lieber das nehmen. Das erleichtert mir dann das Gas geben. Naja, weil das Bein schwerer wird. Ah. Und was, wenn es aber das Bein ist, das bremst? Keine Ahnung, ist mir zu kompliziert. Ich nehme trotzdem die Beine. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay. Lieber im Dauerdrift oder nie wieder driften dürfen, aber der schnellste sein? Nochmal, lieber im Dauerdrift? Lieber nur noch im Dauerdrift fahren dürfen, ja, oder nie wieder driften dürfen, aber dafür der schnellste sein auf der Strecke? Für einen Freizeitbetrieb ist scheißegal. Ja, es interessiert mich, dass ob ich der Schnellste bin oder nicht hier auf der Kabel, wenn ich zum Spaß fahre. Von daher würde ich... Aber vielleicht kannst du dann ja noch eine Profikarriere beginnen. Ja, dann lieber nicht querfahren und schnell fahren. Okay. Ist ja logisch. Also die Frage verstehe ich jetzt nicht. Okay. Dann lieber zu fett oder lieber zu klein zum Kartfahren sein? Wie zu klein? Nein, du kommst halt nicht an die Pedale. Ja, dann kann ich ja gar nicht fahren. Ja, richtig. Ja, dann, ja. Und was heißt zu fett? Dass ich nicht in den Sitz reinpasse und kann auch nicht fahren. Ja. Also im Endeffekt, entweder bist du fett oder du bist zu klein. Also du bist halt ein Zwerg. Also geht es praktisch nur darum, welche Variante es ist, dass ich nicht fahren kann. Ja. Dann bin ich lieber zu klein. Haben wir ja quasi schon fast erreicht dann. Lieber eine Links-Rechts-Schwäche beim Kartfahren oder alle 20 Sekunden für 5 Sekunden nicht sehen können. Alle wie lang? Alle 20 Sekunden für 5 Sekunden. Nicht sehen können? Also kurz dann so. Lieber Links-Rechts-Schwäche. Ich glaube, das kann man austarieren nach einer Zeit. Links-Rechts-Schwäche kannst du austarieren. Ich glaube schon, weil... Ja, ich habe nicht ins Mikro geredet. Links-Rechts-Schwäche kannst du austarieren. Ja, schon. Ich glaube schon, beim Fahren hat man das. So krass, dass du siehst, oh, da kommt eine Rechtskurve. Und ich weiß es nicht, Schatz, hat man das beim Fahren? Also laut seiner Freundin dann schon, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich lieber die Links-Rechts-Schwäche. Das ist das Gleiche wie vorher. Ob ich die ganze Zeit blind bin oder 5 Sekunden lang blind, ist genauso scheiße. Ja, aber das ist ja quasi... Moment, das ist ja quasi wie ein Blinzeln. So, also du blinzelst quasi, aber 5 Sekunden ist ein bisschen langes Blinzeln, egal. Ja, nee, ich bin trotzdem lieber links-rechts behindert. Links-rechts behindert. Okay. Ich habe eine für dich. Ganz einfach, Alter, jetzt klebt mir die Fusselrolle. würdest du lieber im Anzug ein Rennen fahren oder in einem Prinzessinnen-Tütü? Im Tütü. Stop it. Get some help. Ist luftiger. Ja, ich wollte schon sagen, aber... Ist luftig, ist bequemer wahrscheinlich. Irgendwie sagt... Meine Frage besser gefunden. Ja, aber irgendwie sagst du immer... Irgendwie sagst du... Hallo, Ruhe Hallo, aus dem Publikum. Ruhe aus den billigen Dingern da. Die Regie plappert hier dauernd rein. Aber das ist, irgendwie willst du immer das Tütü. Auch wenn wir privat so reden, du gehst immer auf Frauenklamotten. Was hat das einen Grund? Deswegen hast du ja auch eine lila Fusselrolle ausgewählt. Ja, die habe ich ausgewählt. Da hättest du mal vorher rumschrauben können, da ist eine Schlitzschraube drin. Ah, okay. Nee, ich glaube, dass es einfach bequemer ist wie ein Anzug, wenn ich überlege, der Platz hier. Aha, okay. Boah, aber aggressiv. Die Regie hat mal kurz zwei Kinder ausgewiesen. Okay, und noch eine Frage. Würdest du dir eher langsam über den Fuß fahren lassen oder Vollgas? Oh, ich glaube Vollgas. Dann ist nur kurz einmal. Okay, und würdest du dir lieber den Fuß oder die Hand am Auspuff verbrennen? Ist beides scheiße. Es stinkt beides und tut weh. Aber wie Fuß? An der Wade oder so? Oder? Fuß. Also die Fußsohle. Ja, das Ding mit den 5 Zehen dran und der Ferse. Nee, kannst ja nicht mehr laufen, ist auch scheiße. Aber die Hand brauche ich zum Arbeiten. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
Ja. Oh, ja. Kurz geduscht. Kurz geduscht. Nee, wahrscheinlich Fuß. Eher. Verbrennen. Okay. Würdest du lieber nie Kinder bekommen oder keinen Sex mehr haben? Hä? Wie jetzt? Nie Kinder bekommen oder keinen Sex mehr haben? Ja. Irgendwie verwirrt mich das gerade. Nie Kinder bekommen? Was hat es mit dem Kartfahren zu tun, mal so beim Rande? Jetzt nochmal. Nie Kinder? Ich scheiß mich an. Heißt Sex, aber keine Kinder? Oder nie mehr Sex, aber dafür Kinder? Ja, hallo? Ist da die Logik? Hallo? Logik? Hallo? Aufgelegt. Das schließt mal keinen Sinn.